Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Perfect Platin. Die nasige Sayu hier. Und ja, es geht weiter. Und wir müssen jetzt, glaube ich, den noch besiegen. Ja. Ja, wenn ich der dann lerne. Und ja, wie gesagt, sein Team kennen wir. Abfuck-Team. Aber diesmal schaffen wir es. Hundertprozentig. Tausendprozentig, also ich schaff's zwar nicht mehr, aber deshalb schafft das jetzt. Mit seinem Bite. Und er trifft mit Hypnose nicht, da habe ich Glück gehabt. Ihr typisches Pixel World Bonus Luck. Natürlich krieg ich den Death Drop. Okay, ich habe nichts gesagt. Boah. Wie gemein, ey. Aber macht nichts. Mein Schatz macht jetzt. Nein. Puh, macht jetzt den Endstoß. Boah, das war knapp, ey. Ich dachte, ich mache den locker fertig. Ist danach noch ein Raum oder ist danach die... Ist klar. So eine Scheiße, ey. Wie behindert ist das denn bitte gerade? Mann. Okay, ich könnte doch ernsthafte Probleme kriegen. Bei dem nächsten Arenaleiter. Muss mit Chavi auf jeden Fall aufheben. Und ich hole mir jetzt sogar mal kurz das Pikachu rein. Für das Panflam. Ja, hallo. So, jetzt habe ich zwei Sayus im Team. Das ist jetzt Double Pixel World Luck. Und das kann einfach nicht mehr schief gehen. So. Meine Nase. Moment. So. Bereit sind wir jetzt für die Arenaleiterin. Wir schleichen uns dahin und hoffen einfach mal, dass das alles gut geht, dass wir nicht so die Probleme haben. Boah, läuft das jetzt gerade auf Speed. Huh, habt ihr das gesehen, wie schnell ich durch den einen Raum da? Oh, krass. Okay. Und ja, was ist hier? Der Mond. Geh mal weg! Stehst du im Weg? Ach, Mädchen. Das muss ich extra wegen dir einen Umweg gehen. So. Okay, ich starte. Möchte ich starten? Ich weiß nicht. Ich schick mal... Ah ja, ich starte. Alles klar. Finally, you have arrived. Blablabla. Ich bin die Beste und du nicht. Alles klar. Fanta. Los geht's mit einem Duskull. Ich kenne das normale Team leider überhaupt nicht. Weil ich, oh, scheiße. Weil ich ja nur, wie gesagt, eigentlich mehr Bloody Platin gespielt habe. Und schade. Ich dachte, ich würde es noch schaffen. Ich schicke mal meinen Schatz. Ja, okay, war eine recht gute Entscheidung. Okay. Und jetzt Haunter. Lass ich mal draußen. Ich wusste, dass der Sucker Punch kann. Egal. Okay, Level 23 und Miss. Ach ja, der hat ja gar kein. Ach, die hat gar kein Drift-Zeppelieb. Ayo! Habe ich voll falsche Erinnerung. Siehst du mal. Okay, dann schicke ich jetzt Chavi. Warum Chavi? Weil er jetzt Tickle macht. Einmal. Okay, er kommt zweimal dazu. Finde ich recht gut. Und das Tickle hoffentlich hat jetzt gereicht, um. Oh fuck. Okay, jetzt schicke ich mich. Überlebt das bitte. Jawohl. Dafür habe ich mich jetzt rausgeschickt. Also, mich jetzt so gelassen. Also, jetzt ist Miss Magic jetzt auf jeden Fall langsamer. Und hat ziemlich viel Death Down. Und ja, leider. Okay, alles klar. Haben es geschafft. Irgendwie ein bisschen taktisch und alles klar. Und du bist da vom Fahr. Alles klar. Okay, cool. Ja. Was ist das? Shadowclaw. Finde ich eigentlich alles cool. Moment. Das hätte ich so, als hätte ich schon genug Moves. Oh, Chavi, ich bring dir jetzt mal Shadowclaw, damit du irgendwas hast gegen Geist-Pokémon. Ja, das war's dann noch erstmal. Würden mir die nicht so oft abkratzen, Chavi und so, da würde ich auch einem Return beibringen, aber so. Naja, gut, dass es kein Nuzlocke ist. NFE-Nuzlocke. Naja. Ach, erstmal heilen. Hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt auf dem ersten Dings schaffe.
beim ersten Versuch. Bin ich ganz ehrlich, aber hat super geklappt. Und ja, da gibt es ja dann nichts zu beanstanden, ne? Ohne Tränke und alles. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viel Tränke ich überhaupt noch habe, aber ja. Jetzt kann ich gleich in die Zuchtstadt endlich. Und dann mache ich auch gleich eine Aufnahmesession-Pause, weil nach 3 Parts, ich bin jetzt voll im Arsch. Und habe dann meinen Dings auch erfüllt. Amazonit habe ich eh noch bis Part 32 oder so auf Reserve. Gerade ist Part 22, glaube ich, hochgeladen worden. Und ja, wir sehen hier schon jetzt unseren Rivalen. Ich schick's halber mal als erstes. Weil ich glaube, er startet mit Staravia. Ja. Und da können wir nämlich gleich Eisfang machen. Nom, 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 nom. Wir haben zwar einmal Bedroher drauf, aber das sollten wir trotzdem schaffen. Das machen wir mal Scratch. Gut. Nein. Salva. Okay, hat trotzdem gereicht. Und Roselia. Da können wir Sayu schicken. Also Sayu mit Driftlon Sayu und nicht das andere Sayu. Wegen Gast. Und es kann Leech Seed. Das ist natürlich super klasse. Ne, das riecht mich gerade zu sehr auf. Dann schicken wir Regi rein. Schmalpflanze, Feuer. Das verträgt sich nicht so gut. Und ja, hier, bitteschön. So, Primplup. Merke ich gerade, dass ich dagegen gar nichts habe. Da kriege ich noch was für, aber habe ich im Moment nicht, leider. Was mache ich jetzt? Ich versuche mal was. Ich darf ja alle Pokémon benutzen, ist ja nicht so, dass... Ach, schade. Schade! Was tue ich jetzt? Ach, du Kacke. Bisschen stark, ne? Tut gerade echt enorm weh. Auf jeden Fall heile ich jetzt mal kurz jemanden. Und zwar den lieben Salva. Weil ich habe das Gefühl, der ist der Einzige, der da was gegen machen kann. Mich schicke ich jetzt auch noch mal kurz raus und mache mal Payback. Und ich greife natürlich zuerst an. Was ist das denn? Warum greife ich zuerst an? Ich hätte jetzt natürlich Dings machen können. Ihr wisst schon. Oh, das ist gut. Sauber. Das war dumm von dir. Ach, der hat Opulita. Oh, was ist das denn? Okay, das macht Otekel, das ist gut. Und habe ich jetzt ein Crit gelandet und es ist down. Es ist down und Flail erledigt natürlich nicht. Boah, ich dachte jetzt echt, wir verlieren noch. Der war schlimmer als die Arena-Leiterin, muss ich ja mal ganz ehrlich so sagen. Und ja, wir gehen jetzt wieder heilen. Ich meine, mein ganzes Team ist tot, ne? Kann man sich ja wohl nicht beschweren. Ich habe gerade gesehen, dass ich unbedingt einkaufen muss. Und das mache ich jetzt nochmal eben mit euch. Und zwar Super Potions brauche ich. Ihr seht schon. Wie wäre es mit 27 Stück? Dann hätte ich 30, ja. Revive könnte ich auch mal so 9 Stück kaufen. Und den Rest behalte ich mal. Sorry. Und dann, ja, wie gesagt, jetzt heilen. Oh, hat Salva guten Job gemacht. Habe ich nochmal Glück gehabt. Dass der dann Heuler gemacht hat und so und nicht weiter mit irgendwas angegriffen hat. Weil nach dem Angriffsboost vielleicht mit Tackle oder so, ich weiß nicht, was er noch gekonnt hat, oder Scratch oder so, vielleicht hätte er dann ordentlich Schaden gemacht, aber so, nö. So nicht. Und ja, 209. Ich habe immer im Kopf, dass ich die Rahmen wechseln muss, aber muss ich in dem Projekt gar nicht. Das ist voll chillig. Einfach ändern. So, dann schicke ich mal Raven nach vorne, weil sie ganz schön hinterherhinkt. Mit den Leveln. Das ist nicht schön zu sehen. Aber ich kann ja leider auch nicht viel mit ihr machen. Weil sie leider nur Nightshade kann und nichts anderes. Ich muss mal gucken, wann sie was Neues lernt. Könntest du vielleicht... Ja, gut. Ja, das könnte auch noch was werden, wenn er jetzt nur Low Kick macht. Und ich nicht paralysiert... Ah ja, davor hatte ich Angst. Ach, Mann. Ärgerlich gerade. Dann schicke ich mal Xavi raus, der schafft das bestimmt. Mit Shadow Claw, mach mal. So. Und ein Eevee. Eevee, Eevee. Sayu, Sayu gegen Eevee. Payback. Ach, warum greife ich immer zuerst an? Warum bin ich so schnell? Ich habe gar nicht Erinnerung, dass Driftlord so schnell ist.
Dann mach mal Gast. So. Gibt's ja wohl nicht. Und Pichu. Oh. Los, Aschkim. Mach das Pichu fertig. Ach, natürlich. Ich würde jetzt am liebsten schon wieder heilen gehen. Ey, würde ich auch machen, wenn ich privat spielen würde, aber so. So mache ich das jetzt aus. Mal nicht. Oh, Mann. Alles klar. Schön. Toll. Hast du schön gesagt, ja. Ja, Joke macht Spaß. Oh. Nee, ich möchte mich und Xavi gerne zusammen in einem Team haben. So. Und let's go! Let's fight. Emma und Lil. Lil. Was ist Lil für ein Name? Haben die ein I vergessen oder was? Klingt cooler. Lili. Und Astonish, falls es nicht tot ist. Ich wusste es. Aber gut, jetzt ist es tot. Low Kick ist jetzt nicht so schlimm. Nee, mach mal Gast. Okay, nicht sehr effektiv. La la la, ich mit meinen Typen. Ich mit meinen Typen. Ja, schick mir einfach Salva. Einmal Shadowclaw und einmal Watergun. Dann hat sich die Sache auch. Swift. Ja. Nee. Leider nicht. Und warum? Warum zum Teufel habe ich Xavi Shadowclaw beigebracht? Wenn ich die. Wenn ich doch eh züchte. Wird das dann vererbt? Ich hoffe mal. Ach, ich bin doch so blöd. Ja, das ist jetzt natürlich Kacke. Ich bin so blöd, weil das. Der Xavi kommt ja weg. Der bleibt ja gar nicht. Oh Mann. Oh. Das war jetzt blöd von mir. Ich hab nicht nachgedacht. Ich sollte nicht spielen, wenn ich. Wenn es mir nicht so gut geht. Das ist nicht so schön. Okay. Die Bären interessieren mich überhaupt nicht. Wirklich so gar nicht. Boah, sind hier doch viele Trainer, ey. Habe ich gar nicht so in Erinnerung. Muss ich doch nochmal heilen gehen? Oh nö, ey. Ich möchte gar nicht. Hab gar keine Lust, heilen zu gehen. Cliff, also, ja, ja. Ja, Xavi, bleib mal draußen. Mach halt so viel kaputt, wie du schaffst. Okay, das war gut. Eevee! Eevee ist toll! Und Eevee macht Growl und das ist nicht toll. Eevee ist scheiße! Eevee, bitte! Hör doch mal auf! Jetzt bin ich auch noch paralyzed. Okay, danke, Xavi. Mein Junior, warum bin ich drin geblieben? Weiß nicht. Natürlich habe ich jetzt einen Scratch. Ich habe eh so viel Sandwirbel drauf. Ich weiß nicht, warum ich ausgewechselt, nicht ausgewechselt habe. Macht nix. Ich habe noch Salva mit Bite und der macht das Ganze schon. Und ich wette, wenn ich jetzt heilen gehe. Okay, ich gucke einfach mal, ob ich irgendwo. Boah, warum liegt das hier so? Oder läuft hier so lahmarschig? Ich guck mal, ob ich hier so durchkomme. Ohne zu kämpfen. Oh, ich hab's doch gesehen. Ja, ja, kleines Mädchen. Wartest du schon auf mich, wa? Ih, geh mal weg. Was gibt's hier? Oh, cool. Beautifuls! Alles klar, ausgetrickst und wir sind im. Mann. Geh weg, Larry. Aha. Echt cool. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Fertig? Gut. So. Dann wollen wir einmal heilen. Ich habe schon jetzt das Gefühl, dass es eh nicht so langes Projekt wird wie Amazonit. Würde ich sagen. Weil wir hier eigentlich relativ gut durchkommen, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre mehr so herausfordernd. Aber anscheinend geht das ja erstmal noch so. Soll doch mal einer sagen, nicht entwickelte Pokémon seien schwach. Noch komme ich ganz gut durch, aber ich sollte die Klappe wohl vielleicht nicht so weit aufreißen. So. Ah ja. Oh ja, wir brauchen Eier. Machen wir jetzt erstmal Buizel tot. Natürlich können die genau Sachen, die meinen Pokémon schaden. Ja, leider. Ja, und Nightshade. Ja. Ne? Ja, keine Ahnung. Weg mit dir. Raven. Dafür kommt mal kurz Regi.
Und du machst einfach Gast. Jo, passt. Okay, Flame Wheel, Gast. Ja, genau so kann es weitergehen. Passt. Sitz wackelt unter Luft. So, noch dich, kleine Maus. Bleh. Hey, Sam, welcome, Honey from. Honey, Honey. Shelly, oh, Shelly, okay. Shelly O'Malley. Und Raven. Ah, das ist blöd, dass das nichts aushält, so. Egal, Raven wird sich noch machen. So. Ja. Haben wir die Route auch geklärt? Ist das noch? Ne, das ist kein Trainer mehr, meine ich. Ja, ne. Da würde ich sagen, wir heilen nochmal und für das nächste Mal versuche ich mal zu züchten. Weiß noch nicht, ob ich dazu kommen werde. Wenn nicht, spiele ich erstmal mit dem Pokémon natürlich weiter und dann gucke ich mal. Vielleicht komme ich auch so irgendwie durch. Mal gucken. Bis jetzt geht's ja. Und ich würde sagen, obwohl, ich habe irgendwie Bock dazu. Also würde ich sagen, mein Gott, wie oft habe ich das gesagt? Würde ich sagen. Wie so eine Schallplatte hängen geblieben ist. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Perfect Platin, wo ich dann hoffentlich nicht mehr nasig bin. Und falls doch, dann nehme ich einfach am nächsten Tag auf oder so. Also, bis dahin.